بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit unserer 10. Lektion von دروس اللغة العربية. الدرس العاشر. Hier werden wir einige Sachen lernen auf einmal. Okay, بسم الله. Hamid, man anta? Hamid sagt, wer bist du? Man anta? Muhammad, ana talibun bil jami'ati. Ich bin ein Student an der Universität. Hamidun, a anta talibun jadidun? Bist du ein neuer Student? Muhammad, نعم، ja. أنا طالب جديد. Ich bin ein neuer Student. حامد، من أين أنت؟ Von wo kommst du? Oder von wo bist du? Wenn man das wörtlich übersetzen möchte. محمد، أنا من الهند. Ich bin aus Indien. حامد، Ma ismuka? Was ist dein Name? Und hier ist das, was wir neu lernen. Die Possessivpronomen, glaube ich. Und da merkt ihr, dass der Pronomen nennt man auf Arabisch Dhamir. Und der Dhamir, der Pronomen, ist entweder getrennt oder zusammen mit dem Wort. Und hier ist er eben zusammen. Dein Name, ismuka. Muhammad, ismi Muhammad. Mein Name. Das bedeutet, dein ist Kaf nur und mein ist Nia, den wir hinzufügen. Ismi Muhammad. Mein Name ist Muhammad. Hamid, wa man hadha al-fata alladhi ma'aka? Und wer ist dieser Junge, al-fata, alladhi, der ma'aka, mit dir ist. Ma'a ist mit. Ma'aka, mit dir. Muhammad huwa zamili. Er ist mein Kollege. Zamil, Kollege. Zamili, mein Kollege. Das könnt ihr euch so merken, wenn ihr mal Achi Achi sagt. Dieses hier ist dann eben mein Bruder. Hamid huwa aydan min al-Hindi. Er ist auch, aydan ist auch, aus Indien. Muhammad la huwa min al-Yabani. Oh, tut mir leid. Das war eine Frage. Huwa Aydan min al-Hindi, ist er auch aus Indien? Ist er auch aus Indien? La, huwa min al-Yabani. Nein, er ist aus Japan. Hamid, ma ismuhu. Also jetzt hatten wir ka und ja, und jetzt haben wir hu. Was ist sein Name? Muhammad, ismuhu. Hamzatu. Sein Name ist Hamza. Ich habe letztens, oder als wir, falls ihr euch noch erinnern könnt, als wir die Liste hatten, die männlichen Namen, also die Namen für Männer und die Namen für Frauen. Und da haben wir gesagt, bei den Männernamen, dann sagen wir zum Beispiel Muhammadun, Hamidun, Khalidun. Und bei den Frauennamen sagen wir Aishatu, Zainabu. Und so weiter. Khadijatu. Hamza ist ein Männername, aber wörtlich ist er ein Frauenname. Und deswegen wird er in der Grammatik so wie die Frauennamen benutzt. Das bedeutet, wir sagen nicht Ismuhu Hamzatun, genauso wie wir Ismuhu Muhammadun sagen. Nein, Ismuhu Hamzatu. Okay?
Hamid, ma lughatuka ya Muhammad? Was ist deine Sprache, o Muhammad? Bis hier irgendwelche Fragen? Okay. Also als erstes haben wir jetzt die Pronomen genannt, einige neue Wörter und jetzt die Sprache. Mohammed, Lurati al-Urdiyatu. Also Urdu ist meine Sprache oder meine Sprache ist Urdu. Hamid, hier Luratun Sahlatun, ist sie eine leichte Sprache? Mohammed, naam, hier Luratun Sahlatun. Ja, sie ist eine leichte Sprache. Hamid, wa Hamzatu, ma Luratuhu? Und Hamza, was ist seine Sprache? Mohammed, Luratuhu al-Yabaniyatu. Seine Sprache ist Japanisch. Wa hiya lughatun sa'abatun. Und sie ist eine schwere Sprache. Jetzt müssen wir vergleichen. Das Land ist Japan und die Sprache Japaniyatu. Also Almania, Almaniyatu. Sin, Assiniyatu. Arab zum Beispiel oder Arab, Arabiyatu. Okay? Also immer ja unter Marbuta hinzufügen. Hamid, aina abuka, ya Muhammadu. Wo ist dein Vater, o Muhammad? Muhammad, abi fil Kuwaiti. Mein Vater ist in Kuwait. Huwa tabibun shahirun. Er ist ein berühmter Arzt. Shahir und Meshur, beides geht. Hamid, wa aina ummuka? Und wo ist deine Mutter? Muhammad, hier aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Sie ist auch in Kuwait mit meinem Vater. Hier mudarrisatun hunaka. Sie ist Lehrerin dort. Hamid, adhahabta ila al-Kuwaiti? Ja, Muhammad, bist du nach Kuwait gegangen, o Muhammad? Muhammad, naam, dhahabtu. Ja, ich bin gegangen. Und hier haben wir wieder eine Konjunktion. Dhahaba haben wir gelernt, gehen. Dhahabtu, ich bin gegangen. Also, wir geben dem Ba ein Sukun und ein Ta mit Dhamma. Ta mit Dhamma ist ich. Hamid, wa zamiluka, und dein Kollege, aina abuhu, wo ist dein Vater? Muhammad, abuhu fil Yabani, huwa tajirun kabir. Tajirun kabirun. Sein Vater ist in Japan. Er ist ein großer Händler. Hamid, alaka, achun, ja Muhammad, hast du einen Bruder, o Muhammad? Muhammad, naam, ja, li achun wahidun. Ich habe einen Bruder. Hier kannst du eigentlich sagen, li achun. Eigentlich, das würde hier reichen. Aber er möchte hier dir noch ein Wort geben und sagen, Wahidun. Also ein Bruder. Ismuhu Usamatu. Sein Name ist Usama. Wahua Mari Huna fil Madinatil Munawwarati. Und er ist mit mir, Mari, hier, Huna, in Al-Madina Al-Munawwara. Wali Uchtun, Wahidatun. Und ich habe eine Schwester.
Das bedeutet Wahid, wenn es männlich ist, bleibt Wahid. Wahidatun, wenn es weiblich ist. Wir fügen dann ein Ta Marbuta hinzu. Ismuha Zainabu. Ihr Name ist Zainab. Wahia fil Iraqi. Und sie ist im Irak. Ma'a Zawjiha. Mit ihrem Ehemann. Zawjuha Muhandisun. Ihr Ehemann ist Ingenieur. Irgendwelche Fragen? Ja. Welche? Ich habe einige Fragen. Darf ich alle stellen? Okay. Nick, schieß los. Einmal Aleka und Lee. Also, hast du, also ich habe es damit zugelernt, dass man sagt, Helle Deike. Also, hast du einen Bruder zum Beispiel, Helle Deike, Achun? Beides geht. Du okay. kannst sagen, Hel Ladeika Achun oder Eleka Achun. Okay. Weil bei dieses Eleka, ist ja die Frage. Ja. La, dieses Li, also gehört die sowas sozusagen. Oder hast du? Also okay. du hast eben zwei Varianten. Entweder sagen dieses Lam, was Lam al-Mulkir bedeutet, also des Besitzes. Und ja. Das, so übersetzt man das eben dann auf Deutsch, gehört. Oder Ladeika. Dieses Leda ist auch wie gehören oder okay. haben. Okay. Gibt es irgendwas, was besser davon ist, oder ist beides einfach gleich einfach? Beides ist das eigentlich gleich. Also es gibt auch eine dritte Variante. Eindecker. Achun. Okay. Aber also alle haben eben die gleiche Bedeutung. Okay. Die zweite Frage? Ja. Die zweite Frage ist, am Ende steht hier Ma'a Zawjiha. Da steht einmal Zawjiha und danach Zawjuha ist danach mit Dhamme. Was hat sich da geändert, dass es mit Dhamme ist? Genau. Wie war das nochmal? Ma'a gehört zu den Huruf al-Jar. Wir haben ja gesagt, dass wir nicht alle gelernt haben. Wir hatten am Anfang 4 bekommen und danach kamen noch ein paar. Und jetzt Ma'a ist noch eins. Okay. Und wir haben ja gesagt, bei Huruf al-Jar, bei den Präpositionen, ist das nächste Wort danach mit Kesra. Und deswegen haben wir gesagt, Ma Zawjiha. Okay, aber müsste es dann Ma Zawjihi heißen? Oder Zawjuhi? Nein, Zawjihi? Sagen wir mal, mit einem Ehemann, okay? Dann hieß es Ma Zawjin. Oder mit dem Ehemann, Ma Zawji. Und dann haben wir dieses Herr hinzugefügt, mit ihrem Ehemann. Achso, okay. Also dieses Herr wird nicht geändert, egal was kommt, oder? Nein, dieses Herr wird nicht geändert. Okay, und dann sozusagen der letzte Buchstabe davor, dann wird dann mit Kesra gemacht. Oder je nachdem, was für eine Regel es dort gibt. Genau, richtig. Weil danach ist ja zum Beispiel Zawjuha, weil das Mubtada ist. Okay. Bei dem anderen ist es aber anders. Also zum Beispiel, du sagst Luratuhu, seine Sprache. Okay? Ja. In seiner Sprache, fi Luratihi. Achso, okay. Also hier ändert sich das. Aber das ist nur dann eben bei Kesra. Achso, okay. Ah, okay. Noch eine Frage? Nee, erstmal nichts. Okay. Ahmed, hast du Fragen? Nein. Okay. Hier gibt es noch zwei Sätze, die zum Text gehören. A'indaka sayyaratun ya akhi. Hast du ein Auto, oh mein Bruder? Und hier ist, was wir gerade gesagt haben. Also wir haben Aleka, also dieses Lam eben, Ladeika und Aindeka. Alles geht. Aindeka, Sayyaratun, ya Achi, hast du einen Auto, o Bruder, o mein Bruder? Mohammed, la, nein. Ma Aindi, Sayyaratun. Und hier ist eben jetzt die
Negation oder glaube ich, also negativer Satz eben. Ma indi sayaratun. Ich habe kein Auto. Das bedeutet, einen negativen Satz zu sagen, benutzen wir ma. Indi darajatun. Ich habe einen Fahrrad. Hamzatu indahu sayaratun. Hamza hat einen oder sowas wie er hat einen oder bei ihm ist ein Auto. Okay, dann gehen wir zu den Tamarin. Aufgaben. Ajib an al-Asila al-Atiya. Beantworte die kommenden Fragen. Okay. Machen wir das so. Hussein, eine Zeile und dann Herr Ahmed, eine Zeile. Okay. Die Namen und so weiter müssen nicht jetzt echt sein. Ihr könnt irgendetwas sagen. Okay. Was ist die erste Frage? Ma ismuke? Ismi Faisal? Okay. Min aina anta? Ana min al-Yabani? Okay. Ahmed? Ma lughatuke? Lughati المانية الألمانية لغتي الألماني لغتي الألمانية أين أبوك أبي زايش في الألمانية ولا في ألمانية في ألمانيا ألماني. Also, wie bitte? Soll ich nochmal antworten? Ja, bitte, weil ich konnte nichts hören. Achso, dann Abby fi Almania. Genau, richtig. Okay, fünf, Hussein. Eine Umuke, Umi Eidon fi Almania. Super. Eindekes Sayaratun. Naja, da bist du eigentlich. Ach so, du bist bei Aleke Echon, Naam, Li Echon. Genau. Ahmed? Aleke Uchtun, Naam, warte kurz, Naam, Li Uchti, Wahidun, Wahidatun. لي أخت واحدة. Ja, genau. Und dann okay. عندك سيارة لا ما عندي سيارة. Okay. You say? عندك دراجة نعم أنا لدي دراجة ich weiß jetzt viel auf عندك heißt. Okay. عندي oder? Das لدي دراجة, das ist richtig. Aber es ist besser, wenn du immer die Antwort von der Frage holst. Ich weiß, aber ich wusste jetzt nicht, wie es bei عندك heißt, deswegen. Versuch mal. Also wie würdest du sagen? Genau, عندي دراجة. So, okay, ja. نعم, أنا عندي دراجة. Genau. عندك قلم نعم عندي قلم genau أحمد عندك دفتر نعم عندي دفتر أبوك تاجر نعم أبي تاجر من أين محمد محمد في
Kuwait. Fi Kuwaitun. Hier ist die Frage, von wo kommt er? Achso. Nicht wo. Achso, Muhammadun min Kuwaitun. Hier. Min Kuwaitu? Minel Kuwaiti. Minel Kuwaiti, okay. Okay. Aber warum? Das ist dann so wie, wie man auf Deutsch sagt, so aus der Türkei oder sowas, oder? Bei speziellen Ländern. Da muss ich nochmal nachgucken. Weil zum Beispiel, man sagt ja sonst Min Almania und nicht Min Almania, oder? Jetzt bei Almania sagen wir Min Almania, okay. Jetzt bei Musr kann ich das nicht richtig anwenden, weil Musr hat eigentlich zwei Bedeutungen. Einmal Musr die Stadt, also allgemein irgendeine Stadt, und Musr die Ägypten. Jetzt, man sagt zum Beispiel Min Suria aus Syrien. Ja. Min Turkia. Aber Minel Kuwaiti, sagen wir. Ja, auf Deutsch sagt man ja auch aus dem Iran, aus dem Irak, aus der Türkei und danach aus Deutschland, aber. Das also, bedeutet, man muss das, glaube ich, bei speziellen Ländern. Auswendig lernen. Ja, genau, wollte ich gerade aussagen, muss man irgendwie wahrscheinlich auswendig lernen. Okay. Genau, also Muhammadun min al-Kuwaitun. Min al-Kuwaiti. Achso, min al-Kuwaiti. Achso, wegen der Präposition, oder? Genau. Okay. Ma lughatuhu. Lughatuhu al-Arabiyyatu. Genau. Okay. Aina abuhu abi fil masjidi. Abi? Geht das? Ja, okay. Geht. Ganz kurz. Jetzt aina abuhu. Da kannst du nicht sagen abi, weil die Frage war nicht aina abuka. Oh, sorry, also Abuhu steht dort. Dann, okay, dann Abuhu fil Masjidi. Mhm. Und dann Eine Ummuhu Ummuhu was kann ich nehmen? Warte mal kurz. Ummuhu fil Matbach. Genau, fil Matbach. Welche Haraki geben wir am Ende? Also, das ist besser gewesen, ja, ne? Fil Matbach, ja, ne? Genau, fil matbachi, in der Küche. Oh, Ahmed, vorbildlich jetzt. Genau. Okay. min eine Hamzatu. Hamzatu min. Min Almania. Min Almania. In Almania, genau. Man darf doch sagen, was man will, oder? Jetzt, also logischerweise kannst du sagen, was du willst, weil wo er ist, hat nichts mit seiner Sprache zu tun. Okay. Loratuhu al-Yabaniyatu. Okay. Wenn ich sagen möchte, seine Sprache ist Spanisch. Okay. Was, wie würden wir das sagen? Warte ganz kurz, was heißt Spanisch nochmal? Loratuhu. Genau. Lughatuhu al-Ispaniyatu. Ach so, ja, genau. Okay. Genau. Bin ich jetzt dran da? Ja, jetzt bist du dran, 19. Aina abuhu abi fil maktab fil maktabi abuhu fil maktabi. Genau. Und eine Zeynep, Zeynabu fil Beit. Okay. In der Toilette? Warte mal kurz. Hammam? Nein, ne? Ja, richtig. Fil Hammami. Okay. Okay, letzte. Hüseyin. Eine Zawjuha. Mhm. Warte. Wieder einfach Sojo her, oder? Das gleiche Wort. Genau, Sojo. Sojo her, wie
Fil Mekke. Fil Mekke. Fi Mekke. Also Fi Mekke, nicht viel? Nein, Mekke ist sowieso schon Dings, von alleine bestimmt. So, okay. Also, so du hast Fi Mekke. Aber hier bist du in so eine Ausnahme reingegangen. Also hier sagen wir nicht Zawjuha fi Mekkati, sondern Zawjuha fi Mekkata. Okay. Weil also als wir gesagt haben, dieses Zainabu und Khadijatu und Hamzatu, diese Namen, die haben alle eine Regel. Also es gibt bestimmte Ausnahmen. Und könnt ihr, falls ihr euch erinnern könnt, gestern haben wir gesagt, Ausan sind sowas wie ein Waage. Und die sind alle auf so einer Ebene. Und dann gibt es noch bestimmte eigene, also andere Eigenschaften, die wir später noch lernen werden. Und wenn einige davon vorhanden sind, dann kann man einige Haraka nicht geben. Also man kann die Kessane nicht mehr geben. Und Mekka ist erstens weiblich, weil am Ende gibt es Tamarbuta. Und zweitens, es ist ein Name. Und weil diese zwei Eigenschaften vorhanden sind, können wir nicht sagen, Fi Mekkati. Und deswegen geht es aus der Regel raus und sagen wir Fi Mekkata. Okay? Ja. Okay. 22? Zawjuha Mudarrisun. La Hua Tajirun. Okay, super. Ich wollte eigentlich jetzt noch eine andere Seite, die nächste Seite machen, aber die Zeit ist, glaube ich, zu knapp. Deswegen machen wir die andere Seite nächstes Mal. Okay? Okay. Dann hier. Dann stoppen wir hier, inshallah. والحمد لله رب العالمين